yeah, Elektroschrott. Okay, Schnuggels. Teardown hatten wir schon länger nicht mehr. Ich habe eine Grund, warum ich anmache. So. Wird heute geschlachtet, dieser DVD-Player. Philips DVP 3142. Den hat Philipp in einem Grafikpaket geschickt. Und der muss heute dran glauben, weil ich Bock habe, meine SMD-Lötkünste zu verbessern. Versteht ihr nicht? Na, ganz einfach Zusammenhang. Ich habe irgendwas gebraucht, wo eine Platine mit SMD-Teilen drin ist, die ich ab und wieder dran und wieder ab und wieder dran löten kann. Und zwar so lange, bis das einigermaßen funktioniert. Und ich habe nichts Vernünftiges gefunden, wo eine Platine drin gewesen wäre. Also habe ich mir gedacht, hey, der hier liegt noch in der Müllkiste. Also nehme ich den auseinander, schmeiße alles weg, bis auf die Platine und mit der kann ich löten. Ja, und wenn ich sowas schon mal mache, dann kann ich es ja auch filmen. Und hab da auch ein bisschen was davon. Nicht sehr viel, aber immerhin. Ja, fangen wir mal an. Firma Philips ist zu dem Schluss gekommen, dass ihre wunderbare Technologie unbedingt mit Torx-Schrauben geschützt werden muss. Normale Schrauben sind hier definitiv, also nach der Sicherheit und so. Nervensägen bist du aus Nervensägenhausen. Ja, nachdem der Reihe Torx-Schrauben runter ist. Oh. Man muss bei sowas immer ganz vorsichtig sein, man könnte das Gerät sonst beschädigen. Hier habe ich eine prima Unterlage für Sachen, wenn ich mit Heißluft was mache. Ziemlich viel Abstand zum Boden, das heißt, wenn das hier heiß wird, ist es scheißegal. Dann kann ich hier drauf Heißluft... was wabbelt. Schade, das ist doch kack. So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier ein Netzteil. Netzteil ist gut, das werde ich auch auf jeden Fall behalten. Wer weiß, wofür ich nochmal ein Netzteil brauche, so ein kleines Schaltnetzteil wird das sein. Zeige ich gleich nochmal näher, wenn es soweit ist. Dann habe ich hier ein ziemlich übersichtliches Platinchen. Wir haben Sachen mit sehr vielen, sehr feinen SMD-Beinchen, mit weniger vielen feinen SMD-Beinchen, mit ziemlich wenigen, nicht ganz so feinen SMD-Beinchen und sogar hier unten diese 08er-Pitch-Dinger, die so ganz easy zu löten sind. Das heißt, hier ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge drauf, womit ich üben kann. Und das finde ich persönlich schon mal geil. Das war es ja, weswegen ich das hier gemacht habe. Ist es nicht drollig, dass ausgerechnet ein DVD-Player von Philips komplett auf Philips-Strom verzichtet und stattdessen den Torx-Scheiß nimmt? Darüber sollten wir mal nachdenken. Das abzubekommen war easy. Ist ein einfaches Schaltnetzteil, nichts Besonderes. Aber, nun, wie gesagt, man kann sowas beim Basteln immer mal wieder verwenden und deswegen werde ich das auch so, wie es ist, tatsächlich aufheben. Steht irgendwas drauf? Bleifrei ist es. Ansonsten werde ich es wohl tatsächlich anschließen und durchmessen müssen, um zu wissen, was es genau macht. Aber meine Vermutung wäre einfach mal so, dass wahrscheinlich an dem Stecker hier so 12 und 5 Volt rauskommen, irgendwie sowas. Das wird leicht rauszufinden sein. Dann muss als nächstes die Hauptplatine raus. Die hat hinten wieder eine ganze Menge Torxerei. Da wird es auch nochmal interessant mit den ganzen Buchsen, weil solche Chinch-Buchsen, ja, kann man immer mal ganz gut brauchen und hat man genau dann, wenn man sie braucht, nicht rumliegen. Insofern werde ich mir die wohl auch auslöten, dann kann ich auch mal was auslöten üben. Was ich da hingegen ganz sicher nicht gebrauche, ist eine Skat-Buchse. Das ist ja mittlerweile schon Skat, ne? Die Älteren unter euch erinnern sich noch dran. Ja, jetzt habe ich euch mal ein bisschen näher an mich herangeholt. Damit ihr auch was seht, wenn ich hier am Schrauben bin. Die Hauptplatine ist sehr überschaubar befestigt. Zwei Torx-Stäubchen. Und schon kann man es rausnehmen. Das ist endlich mal einfach auseinanderzubauen. Sehr schön hier die Pins, mit denen die Lötanschlüsse von den einzelnen Kontakten hier, die sind allesamt rund. Da sind keine von diesen ganz dicken, fetten Dingern dabei, die man nicht vernünftig ausgelötet bekommt. Das heißt, hiermit kann ich tatsächlich so ein bisschen meine Entlötfähigkeiten üben
Und nachdem ich hier die Aufkleber entfernt habe, ne? Aufkleber, ne? Ja. Dann werde ich hier mit den Bausteinen ganz gut mal ein bisschen mit dem Stifttoaster rumspielen können. Ja. So, das ist aber noch nicht alles. Der hat hier auch noch so ein Frontpanel. Ja, wer hätte das gedacht? Philips Storben. Ja. Na los, komm, du kleine Schraube, du. Ach, nee. Ja, die Schrauben von heute, die sind widerspenstig und zickig. Und na, komm schon. Na, woran hängt es noch? Ah, an einem Kabel. Da ich sowieso nicht vorhabe, das hier zu retten. Na, komm. Das gibt's ja nicht. Ja, es ist, hängt hier an so einem kleinen Kabel fest. Und das ist mir jetzt auch wurscht. Das ist eigentlich ganz putzig. Auf dem Platinchen haben wir hier die, diese 7-Segment-Mehrfachanzeige, dieses Modul. Das ist eigentlich ein ziemlich lustiges Teil, vor allem man sieht es hier so von der Seite, das ist schräg. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ist wahrscheinlich von Philips absichtlich so zugeschnitten, das ist wahrscheinlich original gerade. Aber ja, sogar mit einer Typenbezeichnung drauf. ZDP1548M. Ich möchte wetten, dass ich dafür irgendwo ein Datenblatt finden kann. Und dann ist das hier eigentlich ein wirklich sehr, sehr schönes, kleines Anzeigemodul. Das hier, ja, das wird der IR-Empfänger sein. Das ist so ein T-Sorb irgendwas. Finde ich schon raus, was das genau ist. Ein paar Mikrotaster, ein paar Kondensatoren. Ah, und noch eine SMD-Übung. Sehr schön. Ja, auch was zum Ausschlachten an diesem wunderbaren Samstag. Oder vielleicht morgen am Sonntag. Sonntags langweilt man sich ja immer ganz gerne mal ein bisschen. So, jetzt ist hier noch eine kleine Platine drin. Ich vermute mal, da das hier an dem Standby-Schalter ist, dass das letztendlich eigentlich nur die Power-Off-Schaltung ist. Holen wir sie mal raus. Die ganze Zeit frage ich mich, ob man das Frontpanel nicht doch irgendwie abbekommen hätte, bevor man die ganzen Sachen rausschraubt. Das würde es nämlich erheblich einfacher machen, an dieses Mistzeug dran zu kommen. Schöne Plastikabdeckung für diese LED-Anzeigen, die im Normalfall schwarz aussieht, aber wenn was dahinter leuchtet, kann man durchgucken. Da ich nicht vorhabe, dieses Teil hier tatsächlich zu retten, fürchte ich, wird es dann doch eher eine von den etwas brutalen Demontagen. Jo, bist du nicht willig, dann brauche ich Gewalt. Da sieht man auch, hier, das war das Kabel, das ich vorhin abgeknipst habe. Das war hier also die Verbindung zwischen der Hauptplatine, beziehungsweise der normalen Frontplatine und dem Ausschalterteil hier. Und das ist wirklich nichts anderes als ein Mikroschalter auf dem Platinchen mit einem Steckverbinder und einem Kabelstück dran. Und keine besonders schönen Steckverbinder, da mag ich die PSKs von Reichelt lieber. Wie ich schon vorhin meinte, ja, es ist ja schon drollig, dass in einem DVD-Laufwerk, in einem DVD-Player von Philips lauter Torx-Schrauben statt Philips verwendet werden. Wenn dann allerdings das, was mit Philips-Schrauben festgemacht ist, das Laufwerk von Sony ist, naja. Dann schauen wir hier doch nochmal rein in das Laufwerk an sich. Ne? Und sowas wird vielleicht auch noch nicht jeder auseinandergenommen. Dieses Platinchen hier hat einen Schalter dran und geht an den Motor. Das dürfte der Motor von der Schublade sein und das hier ist wahrscheinlich so ein Endschalter. Aber ich sagen muss, so einen Schalter habe ich noch nie in Fingern gehabt. Der ist witzig, der ist... Also, das muss ich auf jeden Fall behalten. Das ist ein cooles Teil, der Schalter. Der fühlt sich auch geil an. Ja, ich weiß, mein Satz, das muss ich auf jeden Fall behalten. Ist so ähnlich wie bei Paul. Oh, es sind schon 4 Minuten. Zeit kratzt mich ja jetzt nicht, aber... Geraffel. Weil ich immer nicht weiß, ich bringe es fast nicht über mich, solche Zahnräder hier wegzuschmeißen. Nur andererseits... Was soll ich damit? So.
schauen wir mal. Jetzt können wir die Schublade drosseln. Das würde man normalerweise mit etwas mehr Gefühl machen, aber gut. Ah, eine Sache, die immer gut ist, richtig gute Gummiringe, ja. Und wisst ihr, wofür die richtig geil sind? Ich zeig's euch. Um diese blöden Dinger mit den Chips drin zuzumachen. Klebeband da dran ist nämlich eklig. Kleben wir mal die Cs dran. Und schon habe ich wieder einen Teil für meine Gleichstrommotorkiste. Wobei ich denke, das Board da brauche ich nicht dazu. Das kommt zu den Ausschlagsachen. Der hier kommt direkt in die Motorkiste. Das hier ist ja so ein Stück Mechanik, das ich wirklich mag. Das finde ich immer... Ihr könnt das jetzt leider nicht fühlen, aber das ist so richtig schwergängig und fühlt sich so richtig saftig an. Schön. Hier auch sehr schön. Sowas sollte man aus solchen Laufwerken, wenn es denn nicht festgeklebt ist, schade. Ah doch, sollte man sowas immer räumen. Das sind solche Dämpfgummipuffer-Dings. Die sollte man sich unbedingt immer rausschrauben und die behalten. Die sind nämlich echt klasse als Füßchen für irgendwelche Sachen, die man selber baut. Das ist jetzt nur noch Plaste für einen Sondermüll. Da habe ich nichts mit zu tun. Wer genug von diesen Teardowns macht, hat hinterher die richtigen Schrauben, wenn ihm mal was an der Brille fehlt. Zap! So, nachdem ich diese Auflagescheibe, wo normalerweise die DVDs drauf liegen, runtergezuppt habe, kann ich jetzt nämlich an die Stäbchen dran, dann kriege ich auch den Motor raus. Dann kommt der Motor nämlich raus. Dann kommt noch einmal hier die Knipex zum Einsatz. Noch ein Motor für die Schublade. Zack. Diese Achsen behalte ich auch immer, weil schöne Metallstifte. Keine Ahnung, warum ich die haben will, aber. So, das hier ist jetzt wiederum Müll. Hier im Schlitten ist noch eine kleine Feder. Ich musste einmal. Ach, Story habe ich schon erzählt. Klar, Feder gerettet. Und das hier ist jetzt der eigentliche Schreiblesekopf. Ist. Bei anderen Firmen habe ich das noch nie gesehen mit diesem Plastikdeckel drauf. Scheint so eine Sony-Eigenart zu sein. Zap, hier ist die eigentliche Linse. Die ist beweglich. Und ich hoffe, man kann es hier auf dem Video vernünftig sehen. An der Linse hier an den Seiten sind kleine Spulen. Sind kleine Kupferspulen. Und diese viereckigen Dinger hier sind Magnete. Das heißt, wenn man mit den Kupferspulen, wenn man da ein Magnetfeld erzeugt, dann kann man damit den Stablesekopf bewegen. Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Also das hier ist auch nicht die Laserdiode, das ist nur eine Linse. Darunter ist eine Optik. Der eigentliche Laser sitzt hier. Und das auseinanderzubauen lohnt sich eigentlich nicht, weil ganz ehrlich, es ist ein Riesengefriemel. Das Einzige, was ich jetzt machen werde, wie immer, wenn ich sowas auseinanderbaue, ist, ich werde die Magneten rausholen. Weil diese ziemlich starken Neodym-Magneten, die sind recht geil schon. Also fürs Whiteboard oder um irgendwas mit Read-Kontakten zu machen, da findet man wirklich immer was dafür. Zack. Die sind sehr überschaubar. Das hier ist so ein Magnet, aber die sind sehr, sehr stark. So sieht das jetzt unten drunter aus. Da ist also nochmal eine Linse. Die eigentliche Optik ist hier irgendwo drin. Da sieht man bloß nichts, wenn man es auseinanderbaut. Das sind einfach nur Plastik- und Glasteile. Das werde ich so, wie es ist, wegschmeißen. Die Laserdioden zu retten lohnt sich nicht, weil man es eigentlich nie so auseinandergefrickelt bekommt, dass man die Linse und die Optik noch dran hat. Und eine Laserdiode ohne die entsprechende Optik macht ehrlich gesagt nicht sehr viel, was irgendwie interessant wäre. Da ist es besser, wenn man sich billig so ein paar Laserdiodenmodule kauft. Oh, das war dann Teil 1, das Smördeblöd beim Auseinanderbauen. Und Teil 2 wird, dass ich gleich irgend so ein SMD-Ding da mal runterlöten und wieder drauflöten werde, um euch zu zeigen, wie das geht. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie man so ein SMD-Bauteil hier aus- und wieder einlötet, beziehungsweise ich möchte euch einfach mal daran teilhaben lassen, wie ich so eine Gurkerei mache. Und
Und zu diesem Berufe werde ich jetzt als erstes mal den Stifttoaster zum Einsatz bringen. Wer genau hinhört, hört ihn bereits zu meiner linken, von euch aus gesehen rechten, rauschen. Und da schauen wir doch gleich mal, ob ich das Teil sauber abbekomme. Der Stifttoaster ist auf 350 Grad eingestellt, das sollte dicke reichen. Luftgeschwindigkeit ist, ja, hält sich im Grenzenmodus. Der Stifttoaster kapituliert vor diesem Chip. Ich weiß nicht, womit die das festgelötet haben, aber an diesem Lötzinn hier tut sich gar nichts. Da muss ich mit der Lötstation bleiben. Nächster Versuch, Lötkolben bei 350 Grad und Entlötlitze. Okay, da kriege ich das Zeug zumindest schon mal zum Schmelzen hier. Ist aber auch Pestilenz, also so richtig viel Spaß macht das kann. Ich probiere mich mal mit ein bisschen Bonus-Flussmittel hier. Was man hier zumindest mal erkennen kann, ist, das Lötzinn von dem Beinchen habe ich, wow, heiß, der Chip ist auf jeden Fall im Arsch. Das Lötchen habe ich zwar von dem Beinchen einigermaßen abbekommen, aber der Chip ist immer noch absolut hammerfest. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass ich den runterbekomme. Bei 400 Grad hat der Stifttoaster gezeigt, was er kann und gleichzeitig auch, warum es so schwer war. Der Chip war hier festgeklebt. Meine Vermutung ist, wenn ich mir die Platine mal anschaue, ja, normalerweise war das wahrscheinlich so ein Wave-Soldering-Ding oder sowas, wo einfach die bestückten Teile hier drauf waren, alles kein Problem. Und dann ist das halt so rum durch das Lötbad gegangen. Und damit die Teile, die er an der Rückseite hier hatte, also dieser eine Chip, damit der nicht runterfällt bei dem Prozess, ist der festgeklebt worden vorher. Das hätte ich mir natürlich vorher überlegen können. Jetzt habe ich hier einen Chip, den ich mit Sicherheit gegrillt habe, aber mein Gott, was soll's, für ein paar Lötübungen an den SMD-Pads wird es auf jeden Fall noch reichen. Und insofern würde ich sagen, wenn ich schon dabei bin, dann lötübe ich doch einfach nochmal eine Runde. Zuerst gibt es jetzt einen Spitzentausch. Das Schöne bei dem Wellerkolben hier ist, das geht auch, solange der gerade noch bei 350 Grad richtig heiß ist. Und zwar, indem ich hier diese Tülle unter lautem Quietschen abschraube. Zack, zack, da ist die Lötspitze drin. Hier ist jetzt noch die reine Innen-, das Heizelement. Und das kann ich hier in meinem Abstellteil unterbringen. Und hier habe ich bereits so eine Hülle vorbereitet. Da ist so eine, eine Lotdepotspitze drin, eine Weller GW1. Das muss man sich letztendlich vorstellen wie eine abgeschnittene Spitze, in die eine kleine Kuhle reingemacht ist. Und diese kleine Kuhle, die hat die geile Wirkung, dass sie durch Kapillarwirkung Lötzinn aufsaugt. Das heißt, wenn man da sein Lötzinn drin hat, kann man damit so richtig schön beim Drag Soldering SMD löten. Aber viel wichtiger, als dass man dann einen Vorrat an Lötzinn drin hat, ist, dass auch das überflüssige Lötzinn gleich mit reingesaugt wird wieder hier. Das heißt, es bleibt kein Lötzinn auf den Lötstopplack stellen und das ist halt endlos geil, weil man damit wirklich vernünftig löten kann, also SMD löten kann. Wie das funktioniert, sehen wir gleich. Bevor es aber mit dem richtigen Löten gewissermaßen losgeht, haben wir ja immer noch Teil 1. Ne? Beim SMD-Löten haben wir immer zwei Schritte. Und der erste Schritt ist ja nicht, dass ich jetzt wirklich alles festmache. Oh, hier habe ich tatsächlich auch ein Pad abgehoben, das ist nicht so schön. Scheißegal, für die Zwecke, die ich jetzt hier habe, wird es reichen. Das erste, was ich jetzt machen muss, ist, dass ich eines von diesen Pads hier nochmal vernünftig verzinne. Dafür nehme ich diesen kleinen Lötkolben hier, ist ein Weller WXMP mit, ich glaube, einer 0,8 mm Lötspitze oder sowas.
Und damit werde ich jetzt erstmal eins von diesen Pads hier verzinnen. Dann einfach noch ein bisschen Zinn drauf. Und hier drüben genau gegenüber mache ich dasselbe nochmal. Schnappe ich mir den Chip, der da drauf soll. Ja. Und der Chip wird jetzt richtig rum hier draufgelegt. Ja. Das ist immer so ein bisschen frickelig, mit der linken Hand, mit der Pinzette einigermaßen zitterfrei den Chip richtig zu halten. Und dann dann nimmt man noch mal ein bisschen Flussmittel, wenn es so nicht geht. Jetzt habe ich an einer Ecke einfach mal festgeklebt gewissermaßen, da wo ich gerade verzinnt habe. Und dasselbe mache ich jetzt auch noch an der anderen Ecke. Ja. Hintergrund ist einfach nur, jetzt kann er nicht mehr verrutschen, jetzt ist er fest. Und jetzt kommt die gute Lotepo-Spitze zum Einsatz. Und das, was ich jetzt mache, muss ich sagen, hat mich persönlich total fasziniert, als ich das erste Mal gemacht habe. Also erstmal kommt hier richtig schön Flussmittel drauf. Flussmittel ist da wichtig. Gerade bei diesen alten Pads hier, wo ich mir auch nicht die Mühe gemacht habe, die nochmal zu reinigen. Und eines habe ich auch abgerissen. Tada, abgerissenes Pad. Also das hier ist jetzt wirklich nur noch ein Spielzeug zum Löten. So, jetzt habe ich hier diese Spitze und in die tue ich ein bisschen Lötzinn rein. Zap, zap. Ja, das bleibt hier in der Spitze. Und jetzt, ich versuche es mal so hinzukriegen, dass ihr es sehen könnt, zieht man die einfach nur hier drüber. Das war's. Ich hoffe, man kann es erkennen. Perfekte Lötstellen. Kein einziger Kurzschluss. Alle Beinchen fest. Das mache ich auch noch auf der anderen Seite. Fertig. So, mal ganz ehrlich, Butter war die Fische, insbesondere hier bei Michael. Ne? Ich weiß, sowas hätte ich jetzt auch mit der 0,8 mm Lötnadel nadeln können, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Das hätte wahrscheinlich genauso gut ausgesehen, wenn ich mir Mühe gegeben hätte, aber ey, Geschwindigkeit. Ne? Es gibt einfach keine schnellere und coolere Möglichkeit, so einen blöden Chip da festzumachen. Also ich bin davon völlig begeistert. Und cool. Ich habe gerade eben gemerkt, dass ich zweimal dieselbe Seite festgelötet habe. Gut, dann eben auch nochmal hier. Ja. Jetzt sind alle Seiten perfekt. Ja, Chip geht auch nicht mehr ab. Genauso muss das sein. So, und das mache ich jetzt mit dem Chip hier und ein paar anderen, die ich da noch habe, so lange, bis ich es richtig kann. Ja, und ja, wir sehen uns dann irgendwann wieder und kauft euch eine Lotepo-Spitze, falls ihr einen Lötkolben habt, wo einer reingeht. Das ist völlig geil. Tschüssing.